Servus, hi. Ja, wir finden uns jetzt hier im Ahorn Cam 640er, A640, ganz wichtig zu sagen, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu. Derzeit unser Topmodell mit einer Länge von 6,40 Meter, erfüllt also direkt alle Anforderungen, auch was Größe, Gewicht und Zuladung angeht, noch eines der letzten Modelle, die man ohne Probleme auch mit vier Personen als 3,5 Tonner, als normalen PKW fahren kann. Und jetzt gucken wir uns doch einfach mal ganz im Detail an, was dieses Fahrzeug alles zu bieten hat. Gerade das große Raumbad bei unseren Modellen, wie ihr hier direkt sehen könnt, eine große Dusche zur Rechten. Wir haben also ganz viel Fokus auf den Wohnraum gelegt bei dem Fahrzeug. Man sieht hier die große Dusche zur Rechten. Wir haben Toilette und Badabteil direkt gegenüberliegend zu der Dusche. Und natürlich als ganz großes Highlight hinten der große Kleiderschrank. Da öffnen wir gerade mal die Türen. Wir sehen hier direkt rechts und links haben wir jeweils Fläche, um auch Aspekte aufzuhängen, um unsere Klamotten unterzubringen und natürlich nochmal die Schubladen, die da hinten rausstechen dürfen und das Ganze schön beleuchtet bei uns im Fahrzeug. Dann nehme ich euch nochmal mit nach vorne. Wir haben hier die große doppelte Nette von beiden Seiten zugänglich. Den Tisch, den ihr hier gerade schön zusammengeklappt seht, können wir auch nachher ausklappen. Das heißt, wenn man hier zu viert, zu sechs sitzen möchte, abends noch schönen Wein genießen, ist auch hier definitiv genug Platz im Fahrzeug. So, wir sehen jetzt hier das schöne große Alkovenbett unseres A640ers. Auch hier nochmal die Maße 2,20 Meter in der Länge, 1,45 Meter nach hinten. Das heißt, sie haben ohne Probleme auch zwei Erwachsene Platz. Wir sehen hier oben links Lampen, auch da habe ich überall nochmal USB-Steckdosen mit drin, also auch natürlich die Leselampenfunktion. Für die Fahrer oder auch Camper, die hier oben vorhaben, Kinder schlafen zu lassen, haben wir auch nochmal ganz geschickt einen Schutz, besser gesagt einen Rollschutz mit verbaut. Das bedeutet, auch diesen kann ich hier jederzeit nach oben ziehen. Das heißt, auch da muss man keine Angst um die kleineren Mitfahrer haben, auch die schlafen hier oben sicher ohne Probleme. Und als ganz großes Highlight, wenn ich das Bett im Alltag nicht brauche, kann ich es einfach mit einem Schub nach oben schieben und habe dann auch hier selbst mit 2 Meter Platz ohne Ende, kann mich im Alltag bewegen, kann die Schränke hier nutzen, ohne dass ich mich einschränken muss. Das nochmal als kleines Highlight bei unserem Fahrzeug. Wenn man sagt, man möchte doch mal alle 4 Sitzplätze, die auch dieses Fahrzeug während der Fahrt bietet, mit Schlafplätzen ausnutzen, können wir auch hier nochmal den Tisch absenken und haben dann hier unten nochmal ein Bett mit 2,20 Meter Länge und 1,36 Meter in der Breite. Generell zum Fahrzeug, was immer ganz schön, ganz interessant noch zu hören ist, wir haben auf jeden Fall direkt eine Rückfahrkamera mit verbaut, immer ein Tempomat, immer eine Berganfahrhilfe, das heißt auch das Fahren, das Fahrzeug, das Manövrieren ist sehr, sehr leicht gemacht. Wir haben generell die sehr solide Basis vom Renault Master, sticht ja ganz gezielt damit heraus, dass es im LKW-Werk gebaut wird. Das bedeutet, wir haben ein Chassis, das direkt auf schwere Lasten ausgelegt ist. Wir haben den großen 2,3 Liter Motor mit 385 Newtonmeter. Ein Fahrzeug, das also richtig schön Power hat, bedeutet mit einer Zuglast von 2 Tonnen, wenn man sich für eine Anhängerkupplung entscheiden möchte. Generell aber für diese 3,5 Tonnen, die dieses Fahrzeug von dem oder die das Wohnmobil von dem Fahrzeug abverlangt, das schüttelt das Chassis locker aus dem Handgelenk. Das bedeutet, die Bremsen, die Chassisbelastbarkeit, die Reifen, die Felgen sind alle direkt auf 4 Tonnen ausgelegt. Bedeutet, wir haben hier ein Fahrzeug, das locker die Lasten, die wir von ihm abverlangen, auch tragen kann. So, was wir hier noch ganz schön sehen, was ihr bestimmt auch schon auf den ganzen Aufnahmen so ein bisschen am Rande gemerkt habt, wir haben ganz groß überarbeitet, was auch das Design angeht. Wir sehen hier direkt die dunkler gehaltenen Dekore, das heißt der Tisch, die Arbeitsfläche im Küchenbereich mit einem schönen dunklen Marmor. Zudem auch die gesamten Sitzbezüge, die natürlich hier deutlich edler nochmal geworden sind, hochwertiger im Jahr 2024. Das heißt, auch da haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt und haben auch da unsere schönen Grautöne ein bisschen mit dem Lederdekor verzogen. Auch da sind wir gerade noch in den letzten Feinheiten, die beschlossen werden des Innendesigns, aber auch hier habt ihr schon mal einen schönen Überblick, was im Jahr 2024 auf euch zukommt. Zu guter Letzt darf man vielleicht noch hinten auch ein Merkmal legen auf die große geräumige Garage, die von beiden Seiten zugänglich ist im A640. Das heißt, auch hier haben wir nicht nur Platz für 2 Fahrräder, wenn man sie geschickt aneinander reiht, sondern auch auf der Fahrerseite der Garage haben wir bis oben hin Platz. Das heißt, wir haben eine Innenhöhe, da kann ich angeln, da kann ich Stand-Up-Pedalboards, da kann ich Skier aufrecht oder besser gesagt senkrecht oben mit reinstellen. Also auch das, wie ihr hier gerade seht, ein ganz großes Highlight des A640ers und auch darauf dürft ihr euch freuen, wenn ihr euch für dieses Fahrzeug interessiert. Ja, sonst vielleicht noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben die Truma 4C Gasheizung hier mit verbaut. Also ein ganz wichtiger Aspekt, 4000 Watt, das bedeutet, mit dem Fahrzeug kann man ohne Probleme sich ins Wintercamping stürzen und auch hier sind alle Zubehörmerkmale jederzeit zu ergänzen.
Das bedeutet von Solar, Sat-Anlage, Fernseh im Fahrzeug, die volle Winterpaket-Breitseite mit Abwassertankheizung, Außendusche, Außengasanschluss. Haben wir also eine gesamte Liste an Aspekten, wenn noch irgendwas zu wünschen übrig bleibt, die wir jederzeit ergänzen können. Dann sehen wir hier gerade nochmal auf der Fahrerseite im Wohnraum des Fahrzeugs haben wir unseren großen Küchenbereich versehen mit Schubladen für Besteck, unten nochmal für Pfannen, für Töpfe ist also definitiv genug Platz in unserem Fahrzeug. Ein 3-Koch-Flammensystem ist mit verbaut, auch ganz wichtig für die, die viel im Fahrzeug kochen, dass man da auf jeden Fall genug Möglichkeiten, genug Platz hat. Die große Spüle und wie man hier schon ganz schön sieht als Highlight, alles als gerade Fläche abzudecken. Wir haben also jeweils diese schönen Glasabdeckungen mit drin, die ich runterfalten kann und somit auch diese gesamte Fläche als Stauraum oder Ablagefläche nutzen kann. Gerade gegenüberliegend davon haben wir nochmal den großen Kühlschrank, 140 Liter Fassungsvolumen, Gefrierfach ganz oben mit drin und nochmal ein separates Getränkefach. Das bedeutet auch hier Platz für alle Lebensmittel mit dabei und der ganz schöne Aspekt, der Kühlschrank schaltet uns automatisch um. Also ein Absorberkühlschrank, der funktioniert über 230 Volt, wenn ich am Landstrom bin, funktioniert nur über Gas, aber auch über 12 Volt während der Fahrt. Da wir direkt einen Crash-Sensor mit verbaut haben in unseren Modellen, schaltet also das Fahrzeug auch automatisch um, je nachdem, was ich gerade zur Verfügung habe, sei es Gas, sei es 12 Volt, sei es 230 Volt. Das wird alles direkt smart vom Fahrzeug gesteuert. Zudem ist eine Netzvorrangschaltung mit verbaut. Das bedeutet auch dann, sobald ich am Landstrom hänge, werden die 230 Volt direkt an die dementsprechenden Komponenten, also auch an die Steckdosen weitergegeben. Zu guter Letzt gucken wir uns gerade vielleicht nochmal von außen auch die hochwertigen Rahmenfenster an, die wir verbaut haben. Da sieht man also direkt das Fahrzeug, ein kompletter GFK-Aufbau, der Unterboden bis hin zum Dach zu den Seitenwänden ist also aus komplett GFK. Zudem sind überall hochwertige Rahmenfenster verbaut. Wir haben von außen eine Trittstufe mit dran, eine elektrische, da ist jetzt das Rad nicht neu erfunden, das kennen wir mittlerweile von Teilintegrierten. Aber das bedeutet auch bei uns, die Fahrzeuge sind immer ausgestattet mit Trittstufe, mit Fliegengitter, mit Verdunklungen. Das heißt, wenn Sie sich für den Ahorn Camp A640 entscheiden, wie auch bei allen anderen Ahorn Camp Modellen, bekommen Sie ein volles Rundumpaket. Ein sehr kompetentes Fahrzeug zum Campen.